Hey, willkommen zu einem neuen Video. Ein Tag im Zoo ist ein großer Spaß, aber man muss trotzdem vorsichtig sein, denn manche Tiere sind unberechenbar und man muss auf der Hut sein. Trotzdem gibt es dumme Menschen, die meinen, es sei eine gute Idee, mit Eisbären zu schwimmen oder einem Löwen die Hand zu geben. Nimm dir etwas zu essen und zu trinken und staune über die 10 dümmsten Menschen im Zoo. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Wenn du deine Sonnenbrille oder dein Handy im Gehege eines Tigers verlierst, ist es für diejenigen mit ein wenig gesundem Menschenverstand kein kluger Plan, den Käfig zu betreten. Dieses Video wurde 2016 in einem Zoo in Toronto, Kanada gefilmt. Der Hut der Frau fiel in das Gehege eines 7-jährigen Sumatra-Tigers. Sumatra-Tiger sind sehr gefährliche Tiere. Sie können bis zu 65 km pro Stunde laufen und ernähren sich von Tieren wie Wildschweinen und Hirschen. Dennoch klettert die Frau über den Zaun, während Umstehende sie anschreien. Der Tiger ist irritiert, als die Frau in seinen Käfig eindringt und beginnt zu knurren. Glücklicherweise trennt ein zweiter Zaun die beiden und es geht gut aus für die Frau. Puh, da hat sie nochmal Glück gehabt. Nummer 9. Seitdem alle gesehen haben, wie King Kong sich auf die Brust schlug, während er das Empire State Building erklomm, sind die Menschen von dieser Bewegung besessen. Aber pass auf, dass du den nicht vor einem echten Gorilla auf die Brust schlägst. Der Gorilla wird das nämlich nicht besonders mögen. Im Henry Dooley Zoo und Aquarium von Omaha hat ein kleines Mädchen diese Lektion auf die harte Tour gelernt. Sie beschloss, sich auf die Brust zu schlagen, während sie zwei männliche Gorillas. Das kleine Mädchen läuft vor Schreck über die Konfrontation mit dem Gorilla davon. Jetzt weißt du also, dass es keine gute Idee ist, einen Gorilla zu ärgern. Nummer 8. Es versteht sich von selbst, dass Zoos zu den Orten gehören, an denen man keine Dinge mit nach Hause nimmt. Eine Gruppe junger Männer brach jedoch in die Gold Coast Sea World in Queensland ein und begann verschiedene Dinge zu stehlen. Sie schwammen mit den Delfinen und zündeten einen Feuerlöscher im Haigehege an. Aber das Dümmste von allem war, dass sie einen echten Pinguin mit nach Hause nehmen wollten. Bei dem Pinguin handelte es sich um einen 7-jährigen kleinen Pinguin namens Dirk. Am nächsten Morgen fanden die verkatert wirkenden Männer den Pinguin in ihrer Wohnung und versuchten ihn zu füttern und unter die Dusche zu stellen. Aus Panik beschlossen sie, ihn an einem nahegelegenen Fluss auszusetzen, wo er von den Einheimischen bemerkt wurde. Dann wurde der Pinguin zurück in den Zoo gebracht. So niedlich Pinguine auch sein mögen, ohne Schutz vor Raubtieren wie Katzen oder Hunden, werden sie in der Wildnis nicht lange überleben. Die Männer wurden schließlich gefunden und ins Gefängnis gebracht. Nummer 7. Als nächstes haben wir nicht nur einen, sondern gleich zwei Vorfälle mit Pandas. Ihr wisst schon, diese erstaunlichen bambusfressenden und schläfrigen Bären. Beim ersten Vorfall beschloss ein Mann, in das Panda-Gehege zu gehen. Der Panda wachte auf und ging sofort auf ihn los. Zum Glück war der 120 Kilogramm schwere Panda namens Mai Ling zu diesem Zeitpunkt nur verspielt, sonst hätte es für den Mann noch viel schlimmer ausgehen können. Beim zweiten Vorfall hatte der betreffende Mann nicht so viel Glück. Dieser ereignete sich 1992 in einem chinesischen Zoo. Ein Mann stand mit dem Rücken gegen den Zaun des Geheges und der Panda beschloss, am Fell des Mannes zu ziehen. Tatsächlich versuchte der Panda, den Mantel des Mannes zu bekommen. Schließlich wurde ihm das Kleidungsstück entrissen und der Mann konnte entkommen. Wie du siehst, sind Pandas nicht so sanftmütig, wie sie aussehen. Nummer 6. Ein Tier, dem man sich auf keinen Fall nähern sollte, ist ein Tiger. Schon gar nicht, wenn man betrunken ist. Ein Student im Zoo von Gwalior im indischen Bundesstaat Madhya beschloss, die einheimischen Tiger des Zoos herauszufordern. Fast eine Stunde lang ärgerte er die beiden Tiger, verjagte sie in ihre Höhle und entkam wie durch ein Wunder unverletzt. Wer weiß, was passiert wäre, wenn die Tiger den Mann geschnappt hätten. Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass jemand das Gehege eines gefährlichen, katzenartigen Tieres betritt. Ein anderer betrunkener Mann, der die Warnungen der Menge und des Sicherheitspersonals ignorierte, sprang in ein afrikanisches Löwengehege, nur um den Löwen die Hand zu schütteln. Die Löwen, die an Menschen gewöhnt sind, hätten ihn jederzeit angreifen können, taten es aber glücklicherweise nicht. Dem Zoopersonal gelang es schließlich, die Löwen zu verjagen und den Mann zu retten. Nummer 5. Der nächste Moment ist wohl eines der dümmsten und gefährlichsten Dinge, die man in einem Zoo tun kann. Ein betrunkener Mann besuchte den brasilianischen Zoo von Sorocaba in Sao Paulo. Und zwar nicht normal, sondern ohne Hemd und Schuhe. Nachdem er über einen Zaun geklettert war, schwamm er durch das Wasser, das das Gehege der Affen umgab. Als er versuchte, aus dem Wasser zu kommen, kamen 6 Klammeraffen auf ihn zu und erwiesen sich als wahnsinnig territorial. Sie bissen in seinen Arm, sein Handgelenk und seine Schulter.
Der Kampf dauerte einige Minuten, aber der Mann schaffte es, mit Hilfe wieder aus dem Gehege zu kommen. Das Zoopersonal musste jedoch einen Krankenwagen rufen, der ihn ins Krankenhaus brachte. Nummer 4. Der nächste Mann hielt es für eine gute Idee, mit Haien zu schwimmen. Haifischbecken brauchen offensichtlich kein Schild mit der Aufschrift "Schwimmen verboten". Und es sollte klar sein, dass man nicht einfach in das Wasser springt, in dem Haie schwimmen. Aber das ist trotzdem passiert. Als die Besucher ein Plätschern im 2,9 Millionen Liter Becken des Aquariums hörten, dachten sie, sie sähen eine Vorführung, bei der die Trainer einen der 17 Haie fütterten. Zu ihrem Entsetzen war es ein nackter Mann, der beschloss, mit den Haien zu tauchen. Als er einen Rückwärtssalto ins Wasser machte, wurde sofort die Polizei gerufen. Was würdet ihr tun, wenn ihr so etwas sehen würdet? Nummer 3. Normalerweise dürfen Besucher des Zoos von La Palmyre im Südwesten Frankreichs die Nashörner berühren, wenn die Tiere sich den Wänden des Geheges nähern. Die Pfleger der Nashörner waren jedoch fassungslos, als sie sahen, dass die Namen Camille und Julienne auf den Rücken eines der Nashörner geschrieben waren. Das 35 Jahre alte Nashorn hat eine dicke Haut von etwa 2 cm Dicke. Pierre Kay, der Direktor des Zoos, war empört über die Respektlosigkeit und Brutalität der Menschen, die dies getan hatten. Die Namen wurden später mit einer Bürste weggewischt und der Arzt versicherte, dass das Nashorn keine Beschwerden verspürt habe. Wahrscheinlich war dies das letzte Mal, dass Menschen die Nashörner berühren durften. Nummer 2. Wenn ihr schwimmen gehen möchtet, geht bitte in einen Pool und nicht in ein Eisbärengehege. Schließlich ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr in Stücke gerissen werdet. Trotzdem beschloss eine 32-jährige Frau, in das Eisbärengehege des Berliner Zoos zu springen. Sie kletterte zunächst über einen Zaun, eine Hecke und dann über eine Mauer. Sie ist also nicht aus Versehen hineingelaufen. Sie wusste, was sie tat. Die Eisbären waren an diesem Tag glücklicherweise nicht allzu aggressiv. Aber das Video zeigt, wie die Frau versucht, aus dem Wasser zu kommen. Die Rettungskräfte versuchten, die Eisbären abzulenken, indem sie sie fütterten. Warum die Frau beschloss, in das Eisbärengehege zu gehen, ist immer noch ein Rätsel, aber zum Glück hat sie überlebt. Nummer 1. Und bei Nummer 1 handelt es sich um einen Mann, der nicht nur in den Käfig zweier Löwen einbrach, sondern auch blieb, nachdem sich die Löwen ihm genähert hatten. Der Mann, von dem es später hieß, er sei ein bisschen verrückt, stellte sich den beiden Löwen entgegen, was der männliche Löwe nicht einsehen konnte. Mit einem erschütternden Knurren und Brüllen zerrte er an der Hose des Mannes. Dies hätte eine Warnung sein sollen, aber anstatt sich zurückzuziehen, stand der Mann einfach nur da. Glücklicherweise gelang es den Tierpflegern, den Mann in Sicherheit zu bringen. Warst du schon einmal im Zoo? Und was ist dein Lieblingstier? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.